Vin Diesel mag dafür bekannt sein, harte Typen zu spielen, aber eigentlich ist er ein witziger Kerl. Während er für seinen neuen Film Guardians of the Galaxy Werbung machte, scherzte der Star mit Fans. Ich werde zwei Bilder machen. Eins in diese Richtung, also rein mit euch. Und eins in diese Richtung. Und dann gehe ich dorthin. Er mag zwar rumgealbert haben, aber er hört nie auf zu arbeiten, denn er ermutigte Fans, sich den Film anzuschauen. Ihr werdet den Film lieben. Der Fast and Furious-Schauspieler, der seine Stimme Groot in dem Marvel-Film verleiht, stand zur Weltpremiere in Los Angeles auf dem roten Teppich. Ebenfalls anwesend waren seine Co-Stars Hollywood-Schwarm Bradley Cooper, Benicio del Toro und die glamouröse Zoe Saldana.